Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben. Es ist wieder Donnerstag, Rewards-Zeit im FIFA. Und natürlich wie jede Woche ein Blick auf mein Team, mit dem ich die Weekend League gespielt habe. Es gab wieder einiges an Upgrades, die ich machen konnte. Das war ein Zwangsupdate. Die das letzte Video gesehen haben, die wissen es. Ich musste meinen geliebten George Best abstoßen. Und dann habe ich noch Dumfries gekauft und die Flashback-Karte von Alexandro. Beides stabile Karten. Und ja, am Dienstag kam mir noch das garantierte Totspack, das wollte ich zwar aufnehmen, hab's dann aber gelassen. Aber auch nur Qualiarella gezogen, ist zwar eine starke Karte, aber nicht das krasseste. Und ja, wir kommen zu den Weekend League Rewards, oder zuerst Division Rivals. Da nehmen wir selbstverständlich die Untradable Packs, damit es ein paar Packs mehr gibt. Und bei der Weekend League gibt es diese Woche leider keine Elite Rewards. Ich habe 22 Siege geschafft, ein Sieg von Elite entfernt, im letzten Spiel in der 93. Minute noch das 5:4 kassiert und somit war Elite weg. Schade, aber was soll's, jetzt gibt es halt statt 3 nur 2 Player Picks. Und ja, da ich das Video nicht allzu lange machen will, fangen wir direkt an. Ziehen wir einfach mal auf trocken CR7 Kappa. Und ja, also wenn ich CR7 ziehe heute, dann mache ich ein Giveaway. Also, mach mal den Player-Pick. Das Einzige, was ich brauchen kann, ist Dumfries, Todd und CR7. Der Rest ist mir egal. Also, let's go. Ja. Donnarumma als... Kann man definitiv mitnehmen. Ist für mich wahrscheinlich einer der besten Torhüter im Spiel. Sag ich nicht nein. Und... Ja, dann machen wir direkt den zweiten Player-Pick. Ich bin gespannt, welchen Serie A-Spieler wir kriegen. Einfach nicht nochmal Donnarumma und kein Sirigu. Und dann ist alles schon in Ordnung für mich. Oh! Ja, das ist ein ordentlicher Spieler. Alejandro Gomez. 95er Karte, 99 Tempo, 98 Dribbling, 97 Passen. Der wird definitiv getestet in der Weekend League als Supersub. Also da bin ich für Gold 1. Das ist eigentlich traurig. Das sind bessere Rewards als in diesen Wochen oder in den meisten Wochen, in denen ich mehr Siege geschafft habe. Außer bei Premier League. Da habe ich ja Lacazette bekommen. Was ist denn der Gomez wert? Direkt mal gucken auf Footbin. Ob der auch was wert ist, den ich gezogen habe. Wo haben wir ihn hier? Gomez. Ja, 560.000 Coins ist er wert, Donnarumma um die 150. Kann man definitiv nicht sagen, also ich bin zufrieden. Weiterer Supersub zum Testen oder halt gutes Rating für eine SBC, sagt man nicht nein. So, ah ja, 50.000 Coins auch bekommen. Haben wir hier noch eine Tagesaufgabe abgeschlossen, wie auch immer ich das gemacht habe, ohne zu spielen. Und dann kommen wir zu den Packs. Das sind nicht so viele. Im Ganzen, wie viel haben wir? Glaube ich 4. Genau. Zweimal 100k Set mit 24 seltenen Spielern und zweimal 125k Set. Also können wir jetzt heute 108 Spieler ziehen, die selten sind. Da könnte definitiv was Gutes drin sein. Wir machen zuerst die 100k Sets, die weniger Wert haben. Kein Walkout, schon mal ein schlechtes Set. Grüße gehen raus an EA. Für nichts. Das wird wahrscheinlich Coman sein. Ja, wenigstens Ribery. Ja, ein 85er. Immerhin. Und hier noch ein bisschen unnötigen Scheiß, den man nicht braucht. Ja, das erste Set war nicht so gut. 85er als Start. Oh. Machen wir direkt das zweite. Ich will einen Walkout sehen. Da haben wir einen Walkout. Und jetzt nur noch blau, bitte. Er ist nicht blau. Ja, leck mich doch. Israel, Sturm. Ja. Das ist jetzt nicht so eine starke Karte. Und dahinter, ja, 84er, 83er, ein paar. 86er Inform. Es ist nicht schlecht. Aber es ist auch nicht wirklich gut. Den Rest stoßen wir ab. Nehme ich die Coins mit. Die kann ich brauchen. So, dann haben wir noch die beiden 125k Sets.
Ein Tots möchte ich schon gerne ziehen. Ich habe schon lange keinen Tots mehr gezogen. Kein Walkout. Das ist ja mal eine Frechheit. Ja, das ist Glick. Dieses Pack, wenn man es mit FIFA Points kaufen würde, wäre 25 Euro. Und man zieht nur Scheiße draus. Oh fuck, die sind ja untradable. Oh Gott. Ja, da. Ein bisschen Spieler austauschen. Damit ich wenigstens durchs Abstoßen ein paar Coins mache. So, nachher noch ein Set. Ja, die Hoffnung ist sehr, sehr klein, dass da was Gutes drin ist. Aber ich nehme die Coins mit. Ja, die Server haben auch gerade nicht so Bock. Da gehen die Grüße definitiv an EA Sports raus. Danke für die guten Server, die ihr zur Verfügung stellt. So, ja, das Spiel hat mich natürlich rausgehauen. Die Server waren für einen kurzen Moment weg oder haben mich rausgehauen, hatten keinen Bock. Ja, wir kommen zum letzten Pack für heute und die Erwartungen sind auf dem Tiefpunkt. Es wird sowieso kein Walkout drin sein. Wie ich es gesagt habe, kein Walkout. Ich habe jetzt Packs gezogen im Wert von 90 Euro und der beste Spieler ist wahrscheinlich 30.000 Coins wert, wenn überhaupt. Das ist dann halt die maximale Frechheit. Ein 83er Spieler drin. Okay, 2. Tragisch. Und Leute geben 25 Euro für ein solches Pack aus und ziehen nur Scheiße. Das war's dann halt komplett. War nicht anders zu erwarten von EA. Packluck. Ja gut, mein Packluck war nicht schlecht die letzten Wochen. Darf ich mich nicht beklagen. Und ich kann bei meinem Team sowieso nicht mehr viel brauchen. Da kannst du nicht mehr viele Upgrades machen. Ja, mal gucken, was morgen im League Earth Tots kommt. Vielleicht kaufe ich mir ja den Lala Tots. Mal gucken. Oder ich bleibe bei Dumfries. Das sehen wir dann. Ich verabschiede mich mal für heute. Bedanke mich bei jedem fürs Zuschauen. Natürlich, wie bei jedem Video, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, Kommentar, Abo oder die Glocke aktivieren, was auch immer ihr wollt. Und dann wünsche ich euch bei euren Rewards selber viel, viel Glück, viel Erfolg in der Weekend League. Holt euch Elite und gute Rewards. Und ich hoffe, dass ich nächste Woche wieder Elite Rewards bringen kann. Mal gucken. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Donnerstag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.